nun der Predigttext. Wie gesagt, direkt im Anschluss an die Lesung. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Folge mir nach. So lautete Jesu Ruf an die Jünger. Und sie taten es. Und noch heute dringt dieser Ruf in die weite Welt. Wer hört, aufsteht und hinterhergeht, wird von der Bibel als Nachfolger bezeichnet. Wie die Jünger Jesus nachfolgen, so folgen Christen dem Christus. Doch wie kann man sich so einen Nachfolger vorstellen? Angenommen, man würde ein Gemälde malen. Was würde man sehen? Vielleicht einen Mann. Selbstzufrieden sitzt er an einem reich gedeckten Tisch. Ein deftiges Mahl vor ihm, ein trockener Rotwein und allerlei Dessert stehen da. Und was sonst um ihn herum geschieht, ist egal. Er konzentriert sich voll auf das Essen. Ein Konsumchrist, der nur seinen eigenen geistlichen Genuss sucht und dabei allem anderen gleichgültig gegenübersteht. Könnte ein Nachfolger so aussehen? Nein. Möglicherweise auch das Bild eines Mannes, der mit Chips und Schokolade ausgerüstet gar nicht mehr vom Fernseher wegzukriegen ist. Der Couch-Potato-Christ, er lebt für Unterhaltung. So sieht ein Nachfolger aber eigentlich auch nicht aus. Oder das Bild eines Akkordarbeiters. Er kennt nur Arbeit. Arbeit, Arbeit und noch mehr Arbeit. Ein Christ, der sich anstrengt, bis er endlich den Himmel verdient hat. Ein Leistungschrist. Aber wirklich passend tut das auch nicht. Oder ein Unterseeboot. Immer mal wieder taucht es auf, verschwindet dann wieder. Nie ganz da. Der U-Boot-Christ. Er nimmt hier und da mal eine Predigt mit, da eine Bibelstunde und dann ist er wieder ein paar Wochen verschwunden. Soll der Nachfolger so aussehen? Er nicht. Oder ein Museumsbesucher. Bewundernd und voller Staunen schaut er sich die großartigen alten Werke seines Lebens an. Die Vergangenheit ist sein Zuhause. Dabei vergisst er seine jetzigen Verpflichtungen. Der Nostalgiechrist, der bei allem vergisst, Gott heute nachzufolgen. Nein, das ist er auch nicht. Aber da stellt sich die Frage, wie sieht er denn nun aus? Und diese Frage stellte sich auch Paulus, während er aus dem Gefängnis an die Philippa schrieb. Seine Antwort, wie ein Läufer. Mit diesem Bild zeigt uns Gott durch Paulus, wie er uns auf einem Gemälde sehen will. Und wie dieser Läufer aussieht, ist der Inhalt unseres Themas heute mit Vollgas ins Ziel, die Nachfolge des Christen. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Schlag mit mir bitte, so ich es nicht durch die Lesung schon getan hat, Philipper 3, Vers 12 bis 14 auf. Ich lese nochmal den Text. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus zeichnet hier das Bild eines durchtrainierten Wettläufers im Stadion. Alles hat der Läufer abgelegt. Befreit und unter Aufbietung all seiner Kräfte versucht er, den Siegespreis zu erlangen.
Trotz aller Anstrengung liegt auf seinem Gesicht ein Glanz bei dem Gedanken an den Lohn, der ihm im Ziel erwartet. Durch nichts lässt er sich ablenken. Er schaut nicht auf die anderen Läufer, hört nicht auf die Jubel- oder Buhrufe der Zuschauer und sonst interessiert ihn auch nichts. Er sieht nur das Ziel. Vollkommen fokussiert rennt er darauf zu. Aber wie wir sehen werden, steckt hinter diesem schlichten, hinter dieser schlichten, harmlosen Laufmetapher weit mehr. Diese Metapher hat es in sich und will übertragen werden. Übertragen auf dein und mein Leben. Stell dir nun vor, der Läufer tritt in die Startlöcher. Warum läuft er? Ihn treibt etwas an. Es ist sein innerstes Herzensanliegen, die Siegertrophäe zu gewinnen. Und so braucht die Nachfolge einen zielführenden Antrieb. Und das ist der erste Punkt, zielführender Antrieb. Und damit stoßen wir gleich beim ersten Vers auf ein Problem. Lesen wir nochmal Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und da stellt sich einem direkt die Frage, was hat Paulus noch nicht erlangt? Wonach jagt er? Was will er ergreifen? Was hat er noch nicht ergriffen? Oder wofür ist er von Jesus Christus ergriffen worden? Im Grunde nennt Paulus hier nicht das Objekt, das Ziel des Jagens und Ergreifens, das Was des Jagens. Und diese Objektlosigkeit der Verben in Vers 12 hat Theologen seit jeher Kopfschmerzen bereitet. Einige schlugen vor, dass man als Ziel, als Objekt des Jagens, als Zielobjekt eine moralische und geistliche Vollkommenheit mitdenken müsse. Andere, dass hier der Kampfpreis gemeint sei, auf den wir noch zu sprechen kommen, in Vers 14. Oder die Auferstehung von den Toten aus Vers 11. Eine andere Lösung ist die Frage nach dem Objekt einfach offen zu lassen, indem man sagt, Paulus hätte die Verben ganz bewusst so genannt, so objektlos, wodurch die reine Bedeutung der Verben im Grunde ganz besonders betont würde. Möglicherweise könnte man dann besser übersetzen, nicht, dass ich das Ergreifen oder das Ergreifen oder Jagen schon hinter mir liege. Aber es geht dann also nur um das Ergreifen selbst. Die Frage, was ergriffen werden soll, interessiert dieser Ansicht nach überhaupt nicht. Nur die Tatsache, dass man ergreift, ist relevant. Und das ist doch sehr zweck- und ziellos. Es ist so, als würde jemand zu dir kommen und sagen, ergreife. Und du fragst dich nur, was denn? Letztlich braucht es doch ein Objekt, damit diese Idee nicht in den unverständlichen Raum irgendwelcher philosophischen Gedanken abdriftet. Quasi ins Nirgendwo der Bedeutung. Wir brauchen also ein Objekt. Ohne geht es nicht. Ein Ziel, das ergriffen, gejagt, erlangt werden kann. Etwas, das uns motiviert zu laufen, wie den Läufer. Dieses Zielobjekt lässt sich am besten im näheren Kontext finden. In den Versen 1 bis 11 hat Paulus gezeigt, wie er sein Leben nach seiner einschneidenden Bekehrung vollkommen überdacht hat. Paulus hatte einen wirklich eindrücklichen Lebenslauf, den er auch hier nennt. Und auch unzählige Qualifikationen. Er wurde ausgebildet von den Besten der Besten. Unter den Seinen war er auch in vielerlei Hinsicht herausragend. Dazu war er Römer, Jude, Pharisäer, ein Eiferer, ein Kämpfer. So stellt Paulus sich in den Versen 4 bis 7 des dritten Kapitels vor, wie wir es in der Lesung gehört haben. Nur um dann aber direkt seine eigenen Erfolge direkt als vollkommen wertlos abzustempeln. Was war geschehen? Auf dem Weg nach Damaskus konfrontierte ihn Jesus und sagte, Paulus, was verfolgst du mich? Er fiel in den Staub und ihm wurde klar, dass alles, was er bisher erreicht hatte, nicht mehr wert war als der Dreck der Straße, auf der er jetzt lag. Er erkannte, dass er sein ganzes Leben lang in die vollkommen falsche Richtung gesteuert war. Er hatte Christen und damit Jesus Christus selbst verfolgt.
der jetzt in seiner ganzen Herrlichkeit vor ihm stand. Und auf diese fürchterliche Erscheinung folgt dann die erschreckende Erkenntnis, Jesus ist kein Scharlatan. Nun sah er den auferstandenen Christus, Gott. Und das war ein Ereignis, das er niemals vergessen würde, das ihn so tief prägte, dass alles, was er vorher als groß erachtet hat, auch an sich, nur noch als wertlos ansah. Von nun an war es dann sein Ziel, diesem Jesus zu folgen und ihn immer mehr zu erkennen und zu verstehen. Ein Ziel, das er bis zum Ende seines Lebens verfolgen würde. Und deshalb schreibt er in Philipper 3, Vers 7 bis 8, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und dann in Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig wurde. Mit der Bekehrung hatte er ein neues Ziel, Jesus zu erkennen. Nichts wollte er mehr erreichen als das. Das war jetzt sein Lebensziel. Das motiviert Paulus zu laufen und Jesus nachzufolgen. Das ist sein Antrieb, das Objekt, das wir in Vers 12 gesucht haben. Und nun versteht man nicht direkt, was Erkenntnis Jesu für uns zu bedeuten hat. Oder nicht unbedingt. Für das weitere Verständnis des Textes und Paulus Ziel ist das Verständnis jedoch maßgeblich. Erkenntnis heißt für uns, in unserem sehr griechisch geprägten Kontext, dass wir etwas besser verstehen. Aha-Erlebnisse. Ein Prozess, durch den man sich Wissen anhäuft über ein Thema. Aber das, was Paulus hier meint, heißt mehr als Erkenntnisse über Jesus ansammeln. Im Neuen Testament wird an verschiedenen Stellen gesagt, zum Beispiel in Galater 4, Vers 9, dass diejenigen Christen sind, die Gott erkannt haben. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Oder in 1. Johannes 5, Vers 20. Da schreibt Johannes, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus zu erkennen heißt also erstmal, dass wir ihn als Sohn Gottes, als den wahrhaftigen Gott verstanden haben und ihn als Herr über unser Leben auch damit angenommen haben. Und deswegen schreibt Paulus in Philipper 3, Vers 8, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Aber wie wir es schon erwähnt hatten, oder geht die Erkenntnis, die hier gemeint ist, über ein rein intellektuelles Verständnis hinaus. Und so ist es auch in Johannes 10, Vers 14. Dort sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Vers 3 in Johannes 10 las man, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe bei Namen und führt sie hinaus. Wenn wir das so sehen, heißt das, die Stimme des Herrn ist bekannt, er kennt die Schafe beim Namen. Da besteht eine persönliche Bindung. Und das wird noch verstärkt durch den Gebrauch des Alten Testaments. Dort wird Erkenntnis gebraucht, um das intimste Verhältnis häufig zwischen Mann und Frau zu beschreiben. Sie erkennen einander. Und zwar nicht, das sagt die Bibel nicht, weil sie zu prüde ist, um über Sexualität zu sprechen, sondern weil sie auf diese tiefe Beziehung zwischen zwei Menschen hinaus will, die sich kennenlernen, eine enge und intime Vertrautheit letztlich entwickeln. Und das ist hier das Ziel, was Paulus erstrebt.
Und diese Erkenntnis Jesu ist letztlich nicht nur Teil des Lebens hier auf der Erde, sondern dann auch des himmlischen ewigen Lebens. So sagt es in Jesus in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Aber das ist nach Paulus schon jetzt und hier Programm im Leben, in unserem Leben und aber auch im Leben des Paulus. Und nicht erst dann und wann im Himmel. Und darauf baut dann der Rest der Verse 12 bis 14 auf. Und so wie eben Paulus den Text, diesen Abschnitt, nicht mit Vers 11 abschloss, nachdem er sich bekehrt hat, endet auch nicht der Weg eines Christen mit dem Beginn des Christenlebens. Nein, die Bekehrung ist erst der Anfang. Paulus war noch lange nicht am Ziel angekommen. Er sagt, er hat es noch nicht erlangt. Und daraus ergibt sich dann ein klarer Auftrag, den die Apostel uns an allen möglichen Stellen mitgeben, unter anderem in 2. Petrus 3, 18. Wachset aber dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Das ist das Ziel des Nachfolgers. Und der Nachfolger gleicht einem Läufer. Das ist die Botschaft dieses ersten Verses. Und diese Beziehung letztlich zu Jesus wird immer und immer enger. Wie in einer normalen Freundschaft oder einer normalen Beziehung oder Ehe. Man lernt sich besser kennen. Es gibt einen Wachstumsprozess. Und diese Kontaktpflege, dieser Ausbau zu Jesus, das ist unser Auftrag. Das ist für Christen nicht nur eine Möglichkeit, keine Option. Das ist keine Leidenschaft im Sinne eines Hobbys, das wir mal so machen, wenn wir Lust drauf haben. Das ist der Lebensinhalt und das Ziel eines Christen. So soll es sein. Und das erfordert Kraft. Es erfordert Mühe. Es ist nicht immer einfach. Mitnichten. Manchmal ist es schon einfach und geht leicht von der Hand. Manchmal ist es aber auch anstrengend, eine Beziehung zu pflegen. Und manchmal fließt auch die eine oder andere Träne. Also zusammengefasst, das Ziel des Lebens mit Jesus ist es, ihn zu erkennen, nicht nur im Sinne einer intellektuellen Erkenntnis, sondern auch im Sinne einer persönlichen Beziehung. Und damit stellt sich uns die Frage, jedem Einzelnen, hast du dieses Verlangen, jeden Morgen mit ihm in den Tag zu starten und mit ihm den Tag zu beenden, jede Sekunde deines Lebens mit ihm zu teilen, ja noch vielmehr für ihn zu leben? Nein? Dann bete dafür. Ja? Dann danke Gott dafür und bete noch weiter dafür. Paulus war, als er den Brief schrieb, 30 Jahre alt im Glauben und er wollte immer noch Jesus erkennen. Er war immer noch nicht am Ziel. Er hat es immer noch nicht erlangt, wie er es sagt. Paulus, der Apostel, selbst fordert uns dann auf, schließlich seinem Beispiel zu folgen. Oder wie er es in den Worten von Vers 17 sagt, werdet meine Nachahmer. Das ist also das Erste, was unsere Nachfolge prägen soll. Dass wir angetrieben sind von dem Verlangen, Christus zu erkennen. Und nachdem wir uns nun das Warum des Laufens angeschaut haben, wenden wir uns jetzt im weiteren Verlauf dem Wie des Laufens zu. Beziehungsweise erstmal dem Wie nicht. Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist. Und damit kommen wir zu dem zweiten Aspekt, der unsere Nachfolge prägen soll. Nachfolge braucht nicht nur einen zielführenden Antrieb, sondern eine befreiende Abkehr. Was ist das da hinten? Da hinten liegt, wenn wir uns einfach mal nur in das Bild eines Läufers betrachten, wie er da auf seiner Geraden läuft. Da hinten liegt, hinter dem Läufer, der zurückgelegte Weg, die Vergangenheit, aber auch die Zeit vor dem Lauf. Im Paulus-Fall ist das da hinten
was er seit seiner Bekehrung also erstmal als Dreck ansieht, aber auch eben der bereits zurückgelegte Weg als Läufer, als Nachfolger, als Christ. Und eben, wie wir es eben schon gesagt haben, das sind immerhin schon 30 Jahre Reisezeit. Und was hat er nicht alles schon erlebt mit Gott und für Gott geleistet? Aber für den Lauf jetzt ist nichts davon relevant. Jetzt zählt allein das Laufen. Und das zeigt er daran, dass er nicht zurückschaut und sagt, früher war alles besser, als ich mich noch Saulus genannt habe. Nein. Und auch Jesus warnt eben klar vor falscher Nostalgie, die zurückblickt und vermisst, was mit der Bekehrung zurückgelassen wurde. Das alte Leben. Er sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9, 62. Und Paulus tut das nicht. Er achtet seine Vergangenheit als Dreck. Aber er fällt auch nicht in die andere Richtung und sagt, boah, was ich nicht früher alles falsch gemacht habe, das werde ich einfach nicht mehr los. Ja, Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Er wollte sie vernichten. Wir lesen in Apostelgeschichte 8 ein bisschen seine Einstellung dazu. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und dann in Vers 9,1: Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester. Paulus war klar, wie verheerend das war, was er einst getan hat. Und deshalb schreibt er dann auch in 1. Timotheus 1,15: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Er war sich seiner Vergangenheit durchaus bewusst. Und das hatte er nur Gottes Gnade zu verdanken. Aber was ist nun mit diesem Saulus? Wer ist überhaupt Saulus? Keine Ahnung. Ich kenne nur Paulus. Vergeben und vergessen ist das alte Leben nach 1. Timotheus 1, 12 und 13. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich für treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Aber mir ist Erbarmung widerfahren. Und das ist der entscheidende Punkt, den Paulus eben in Philipper 3 betonen will. Er wusste zwar um seine schlimme Vergangenheit und wo er herkam, das sollen wir auch als Christen, aber es soll uns nicht fesseln in unserem weiteren Weg. Nicht behindern am jetzigen Lauf. Und das nimmt dann auch der Autor des Hebräerbriefs auf in Hebräer 12, 1. Wenn er schreibt, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umschrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen. Die Sünde, die Vergangenheit soll uns nicht fesseln und behindern. Aus dem gleichen Grund klopft er sich aber auch letztlich nicht auf die Schulter und sagt stolz, was ich nicht schon alles erreicht habe. Wie gesagt, Paulus wusste, ihm war Erbarmung widerfahren. Und Søren Kierkegaard fasst das so zusammen. Und dennoch lassen die meisten Menschen sich von ihrer Vergangenheit so ablenken, dass sie es nie ganz schaffen, die Zukunft zu lenken. Und dann lässt Kierkegaard verschiedene Leute sprechen, die sich von ihrer Vergangenheit gefangen nehmen lassen. So beispielhaft, was so die sagen können. Nun, ihr wisst, dass ich früher unterrichtet habe und dass ich die Bibel studiert habe und dass ich Mitglied eines Hauskreises war und ich hatte und so weiter und so fort. Oder ich kann mich noch daran erinnern, als ich einen Mann zum Glauben gebracht habe. Ich habe es noch gut in Erinnerung. Und dann schreibt Kierkegaard, und auf diese Weise kommt ihr nicht voran, weil ihr in der Vergangenheit verankert seid. Oder alles hört sich so an wie, wisst ihr, mein Leben war so schlecht und ich war so verdorben und so unmoralisch, wie kann Gott mir je vergeben? Und diese Leute sind voller Schuldgefühle wegen ihrer Vergangenheit. Vergesst all das, löscht es quasi aus eurem Gedächtnis. Aber wohlgemerkt, das heißt nicht, dass wir alles vergessen sollen, was der Herr in unserem Leben getan hat. Der Psalmist in Psalm 103, Vers 2
fordert uns ja gerade auf, an Gottes Handeln in der Vergangenheit zu denken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber es heißt doch, dass wir uns nicht davon fesseln lassen sollen. Wer im Hier und Jetzt lebt und seine Vergangenheit zurücklässt, der hat im Letzten die ungetrübteste Sicht auf die Zukunft. Das ist das, was Paulus im Blick hat. Paulus lässt sich nicht von Schuldgefühlen verunsichern und am Laufen behindern. Es hat keine Relevanz für seinen Lauf jetzt. Es ist auch egal, ob es letztlich Gutes war oder Schlechtes, das hinter ihm liegt. Gutes wie noble Taten, große Errungenschaften, geistliche Erfolge oder eben Schlechtes wie Sünde, Versagen, verpasste Chancen. Alles. Unter der Bedingung eben, dass sie vergeben sind. Und Sinclair Ferguson fasst das in seinem Kommentar zum Philipperbrief so zusammen. Der Vergangenheit zu leben ist ein Verstecken vor der Realität der Gegenwart und der Herausforderung der Zukunft. Die in Christus Gereiften sind von einem herzlichen Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm gekennzeichnet, das in die Zukunft schaut. Und das ist Paulus Botschaft an dich. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit fesseln. Lass nicht zu, dass sie dich lähmt. Konzentriere dich auf den Lauf, auf das Ziel. Und wenn du noch mit Sünde zu kämpfen hast, dann bring sie vor Gott. Aber wenn du sie vor Gott verbracht hast, dann ist sie auch vergeben. Und das geht eben, indem wir unseren Blick von hinten weg und dann nach vorne richten. In Vers 13 folgt dem Negativen, ich vergesse, was da hinten ist, das Positive. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und es passt ja auch ganz einfach zum Bild des Läufers. Natürlich guckt er nur nach vorne auf das Ziel. Wenn er zu den, häufig passiert es, er guckt zu den anderen Läufern und er wird langsamer. Es macht auch gar keinen Sinn, nach hinten zu gucken, zurück, wo er hergekommen ist, dann stolpert er. Also es gibt nur die eine Blickrichtung nach vorne. Denn es muss eine Jagd in Richtung Ziel im Leben eines Christen geben. Das Rennen muss gelaufen werden, das Ziel muss noch erreicht werden. Echte Nachfolge braucht eben einen zielführenden Antrieb, eine bedingungslose Abkehr und dann verlangt Nachfolge aber auch als drittes einen beherzten Angriff. Zwar nicht im Sinne eines Angriffs gegen einen Gegner, sondern eher im Sinne von etwas in Angriff nehmen, dass man etwas beginnt oder etwas entschlossen anpackt. Und wenn wir uns noch einmal die Verben anschauen, die Paulus verwendet, nachjagen, ergreifen, ausstrecken nach vorne, dann drücken sie alle diese ausdauernde oder andauernde Aktivität aus, eben einem Läufer gemäß, unter Einsatz all seiner Kräfte. Und dabei ragt das Wort ausstrecken hervor. Nur als Sonderbemerkung ist es eine spezielle Wortkonstruktion von Paulus, die er nur hier verwendet und die auch sonst nicht in der Bibel auftaucht. Und dieses Wort epektenomai bedeutet so viel, dass ein Muskel bis ans Äußerste gespannt wird. Hier ist ein Läufer, der wirklich alles aus sich rausholt, um das zu erreichen, was vor ihm liegt, den Preis. Und jetzt drängt sich auch wieder einem die Frage auf, warum denn so krass? Mach mal langsam, Paulus. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Am Ende kommen wir doch als Christen eh alle ins Ziel, oder nicht? Du hast du doch selber in Römer 8 geschrieben. Weißt du nicht mehr? Heilsgewissheit? Warum die Hektik? Ist doch alles ganz entspannt. Aber die Bibel lehrt eben ganz klar, unser Leben hier und jetzt und wie wir leben, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Die Frage, ist es nicht egal, ob ich mich jetzt anstrenge, ist eine vollkommen falsche und egoistische Frage. Das Leben eines Christen sollte selbstverständlich von dem tiefen Verlangen geprägt sein, unseren Herrn zu erkennen und ihm ähnlicher zu werden. Und zwar schon hier auf der Erde. Und dann mag es auch mal Zeiten geben, in denen dieses Verlangen nicht so stark ist, aber das kann niemals bleibend sein. Vielleicht sagst du auch, ach, ich bin nur eine kleine Leuchte in Gottes Reich, aber innerhin brenne ich konstant bis zum Ziel. Ich bin auch zufrieden, wenn ich nur eine kleine Bruchbude im Himmel habe.
Hauptsache im Himmel. Und Paulus widersteht auch diesen Einwänden, nämlich in dem vorangegangenen Kapitel 2, Vers 12, Philipper 2, Vers 12, wo er die Philipper zum Handeln auffordert. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Eben nicht erst im Himmel, wo wir Gott die ganze Zeit ehren, sondern auch jetzt schon auf der Erde. Und wenn es eben im Himmel unsere Hauptaufgabe ist, dann sollten wir doch gerade hier, dann gerade auch hier schon auf der Erde damit anfangen. Das soll der Antrieb sein, das Lebensziel eines Christen. Wir müssen uns eben von dem Gedanken verabschieden, dass Gott uns in sein Gnadentaxi mit reinnimmt und nach Hause in den Himmel fährt. Gott will unseren Einsatz sehen. Kein Let go and let God, sondern Angriff, beherzter Angriff. Und Paulus selbst bietet wieder in 1. Korinther 9, ab Vers 24, ein eindrückliches Beispiel für diese Einstellung. 1. Korinther 9, ab Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allen. Jener um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ganz wichtig für uns ist, dass wesentlich zur Nachfolge der Kampf gegen die Sünde gehört. Paulus spricht davon, wie er gegen das ankämpft, was ja erst die Trennung mit Jesus verursacht hat. Und jetzt will er ja ihn erkennen, die Beziehung, die tiefe Beziehung zu Jesus. Und deswegen muss die Sünde weg. Und auch wenn das tragende Thema im 1. Korinther 9 nicht die Erkenntnis Jesu ist, wie in Philipper 3, ist doch das Ziel letztlich das gleiche, nämlich Jesus näher zu kommen. Und das ist ja auch ganz logisch, wenn man bedenkt, dass Jesus in Johannes 14, Vers 15 gesagt hat, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dadurch wird im Letzten die Liebe oder das Halten der Gebote aus Liebe zu Jesus die Grundlage dafür, dass man ihn überhaupt erkennen kann. Und so verbindet sich letztlich das Drängen, das erbitterte Drängen zum Ziel, das Streben nach Erkenntnis mit einem konsequenten und knallharten Kampf gegen die Sünde, ohne Kompromisse. Und Gott fragt dich, tust du das? Lebst du so, wie Paulus es dir hier zeigt? Kämpfst du wie Paulus? Nicht? Dann tue Buße und bitte Gott, dass er dir hilft, es zu tun. Und Gott hat dir, wenn du gläubig bist, den Heiligen Geist gegeben, damit du gerade das tun kannst. Du kannst so leben, wie Gott es von dir verlangt hat, weil er es dir ermöglichen wird. Und er möchte seine Kraft gerade in den Schwachen als mächtig erweisen. Doch jeder Vergleich, auch dieses Läuferbild, hinkt in gewisser Hinsicht. Das Leben eines Christen gleicht eben selten einem schnellen Lauf. Das Leben ist meistens kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und dieser Aspekt klingt mit dem Wort jagen auch eben in 12 und 14 nach. Das steht in der Gegenwartsform. Ich jage auf das Ziel zu. Und das meint eben eine kontinuierliche Anstrengung, ein kontinuierliches Jagen. Und wer schon mal joggen war, der weiß, dass es manchmal etwas anstrengender ist, auch das Tempo zu halten. Und Sinclair Ferguson fasst das wieder sehr schön zusammen. Das christliche Leben ist kein kurzer Sprint. Es ist ein Marathon, der lebenslänglich andauert. Dabei gilt es, manch schwieriges Gelände zu meistern. Und oft werden wir, wie der Pilger aus Psalm 121 sein,
da seine Augen auf die Straße gerichtet hat, die sich die gefährlichen Hügel nach Jerusalem hinaufwand, und fragte: Woher wird mir Hilfe kommen? Und nachdem wir hier bis jetzt gesehen haben, dass echte Nachfolge erstens einen zielführenden Antrieb braucht, zweitens eine bedingungslose Abkehr und drittens einen beherzten Angriff, verspricht die Nachfolge zuletzt eine sichere Ankunft. Denn es mag zwar sein, dass ich mir ein gewisses Ziel ins Auge gefasst habe, aber bloß weil ich etwas erreichen möchte, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dieses Ziel auch erreiche. Ein Beispiel. Ich beschäftige mich durchaus gerne, wenn ich Zeit habe, mal mit Schach. Ich mag mir jetzt, aus was für Gründen auch immer, das Ziel setzen, dass ich der nächste Schachweltmeister werden möchte. Das ist ein schönes Ziel, aus meiner Sicht. Und nun mag ich dieses Ziel auch wirklich durch Investitionen meiner ganzen Zeit und all meiner Kräfte versuchen zu erreichen. Und es ist doch nicht garantiert, nicht nur, dass ich dadurch, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu alt bin, um das Ziel inzwischen zu erreichen, aber es ist nicht garantiert, dass ich das Ziel auch wirklich erreiche. Und ja, eben die Wahrscheinlichkeit ist eher ziemlich gering. Ganz abgesehen aber auch davon, ob es sinnvoll ist, so ein Ziel anzustreben. Aber der Punkt ist folgender. Und man kann es auf alles Mögliche übertragen. Zum Beispiel auf dem Sport. Ich mag mir hohe Ziele setzen. Zum Beispiel, dass ich den nächsten Weltrekord im Sprint aufstelle und auch alles dafür tun, aber was ist, wenn ich mich verletze und dann nicht mehr in der Lage bin, Sport zu betreiben? Oder ich das Ziel halt einfach nicht erreiche, weil ich halt nicht der schnellste Mensch bin. Wer garantiert, dass ich Jesus wirklich erkenne und eine tiefe, innige Beziehung zu ihm jemals erreiche? Wer garantiert mir, dass ich nach all dem Stress und der Hektik und dem Eifern wirklich ankomme? Gott selbst. Und damit kommen wir zu dem kleinen Satzteil in Vers 12, den wir bisher unauffällig übergangen haben. Lesen wir nochmal ab Vers 12b. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus betont an dieser Stelle, dass er das Ziel ergreifen möchte, wie wir es schon dargelegt haben. Und er ist sich sicher, dass er es ergreifen wird, weil Jesus ihn zuvor ergriffen hat. Und in diesem kleinen Satzteil ist wieder das riesengroße Geheimnis verpackt, dass Gott der Souverän ist und doch der Mensch verantwortlich ist für sein Handeln. Jesus ist letztlich Anfang, Mitte und Ende des Weges eines Christen. Der Garant auch dafür, dass er wirklich ankommt. Oder wie ihn Hebräer 12,2 nennt, Anfänger und Vollender des Glaubens. Und diese Wahrheit hatte Paulus auch schon in dem schon zitierten Abschnitt angesprochen in Philipper 2, Vers 12 und dann 13. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Philipper 2, 12, und dann in 13, direkt daran angeschlossen, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und es scheint so offensichtlich, dass sich Philipper 3 nur um das Handeln des Menschen dreht. Doch wer genauer hinschaut, merkt, dass es hier vor allem um Gottes erste Initiative geht. Und insofern können wir getrost und trotzdem mit Eifer, aber ohne Sorgen, diesen Marathon laufen. Denn dass wir als Christen ankommen, steht schon fest. Und wir sind in seiner Hand. Nichts wird Jesu Griff lösen. Da ist nichts, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, das uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie Paulus es in Römer 8 sagt. Oder auch direkt wieder im Philipperbrief, in Kapitel 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und das ist ein Motiv, das sich durch den ganzen Philipperbrief zieht, dieses Zusammenspiel zwischen Gottes Souveränität und dem Handeln des Menschen im Letzten. Und alles soll geprägt sein durch Freude.
Das ist der Kern des Philipperbriefs. Aber das heißt nicht, dass wir nicht ohne den einen oder anderen blauen Fleck letztlich in das Ziel erreichen. Aber wichtig ist, dass wir eben, wie wir in Punkt 3 gesagt haben, auf das Ziel blicken und aufstehen, wenn man mal gestolpert ist beim Lauf. Und nun können wir zu guter Letzt auch die letzte offene Frage klären, nämlich was der Kampfpreis in Vers 14 ist. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und auch an dieser Stelle wieder, um das Geheimnis zu lüften, müssen wir gar nicht lange suchen. Es steht ein paar Verse später, in 20 oder ab 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterworfen hat. Und mit anderen Worten schreibt Paulus das in dem schon viel zitierten Kapitel Römer 8. Und zwar in 28 bis 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und wenn wir dann angekommen sind, werden wir den Kampfpreis erhalten, was wir eben das ganze Leben lang erstrebt haben, diese Erkenntnis Jesu, eine enge persönliche Beziehung zu ihm, ewige Gemeinschaft mit ihm, ohne Sünde. Wir werden dann sein wie er, was jetzt eben noch nicht vorstellbar ist. Und das ist ja gerade das, was den Himmel so wunderschön macht. Nicht die Stadt aus gläsernem Gold, wie auch immer das aussehen mag, sondern dass wir ohne Sünde Gemeinschaft mit Gott haben werden. Und in der Wuppertaler Studienbibel wird das treffend beschrieben. Dafür ist ihm, also Paulus, das Bild des Sportsmannes hilfreich. Warum läuft der Mann dort im Stadion? Weil er muss? Weil einer mit der Peitsche hinter ihm steht? Nein, er tut es völlig freiwillig und doch unter Aufbietung all seiner Kraft. Wie kann das sein? Ihn treibt und hetzt nicht einer von hinten mit Befehlen, ihn lockt und zieht von vorn der Siegespreis. So ist der Christ. Und da lohnt es sich wirklich, mit Vollgas ins Ziel zu laufen. Ich komme zum Schluss. Der Sprinter Eric Liddell gewann 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris Gold im 400-Meter-Lauf. Eigentlich nicht seine stärkste Disziplin. Sein Metier war eher der 100-Meter-Sprint. Aber an dem konnte er nicht teilnehmen, weil er vorher aus Glaubensgründen den Vorlauf oder an dem Vorlauf nicht teilgenommen hat, da dieser an einem Sonntag ausgetragen wurde. Wahrscheinlich im Interview nach Erhalt der Goldmedaille sagte er dem Reporter, es war eine wunderbare Erfahrung, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Aber seit ich ein junger Bursche bin, habe ich meine Augen auf einen anderen Preis gerichtet. Sehen Sie, jeder von uns ist in einem größeren Rennen als alle, die ich in Paris gelaufen bin. Und dieses Rennen endet, wenn Gott die Medaillen vergibt. Aber eine Ergänzung darf nicht fehlen. Wer Jesus nicht erkannt hat und als seinen Herrn über sein Leben angenommen hat, der hat Schlimmeres zu erwarten als das Fehlen einer Medaille. Ihn erwarten, und da ist die Bibel überhaupt nicht schonend, Hölle und Gericht. Und davor warnt Gott eindringlich. Deshalb gilt zuletzt die dringende Frage, läufst du schon? Bist du schon im Rennen? Folgst du Jesus nach? Denn wer den Lauf nicht angetreten hat, der rennt nicht für sein ewiges Leben, sondern geht direkt in den ewigen Tod. Liddell selbst investierte sein Leben dann fortan, damit andere Menschen auch in diesen Lauf mit einzuladen und Jesus nachzufolgen. Deswegen ging er als Missionar nach China, wo er selbst für seinen Glauben getötet wurde.
Und wer eben an diesem Lauf teilnimmt, wer Christ geworden ist, der hat ein Rennen zu laufen. Und dieses Rennen endet dann mit den Worten von Little, wenn Gott am Ende die Medaillen vergibt. Und Paulus hat das Rennen beendet und seine Medaille erhalten. Auch hier ist er uns das Vorbild. Und deshalb kann er kurz vor dem Ende seines Lebens als Sieger in 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lasst mich beten. Großer Gott, wir sind deine wollen deine Nachfolger sein und dich bitten, dass du uns hilfst durch diesen Lauf und dass du auch diese Predigt nutzt, Herr, um Leute zum Lauf zu motivieren, Herr. Lass uns dir wohlgefällig leben und am Ziel sicher ankommen. Amen.